Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Unboxing von CSGO. Wir sind diesmal in der Collection von zerbrochener Reißzahn, Broken Fang Case, keine Ahnung. Ja, die Übersetzung hört sich ein bisschen schräg an. Aber ich würde sagen, wir machen heute mal 15 von denen auf, mal gucken, wie dort so der Stand ist. Mal schauen, ob wir da ein bisschen Plus machen. Aber wir lassen uns überraschen. Ich würde sagen, ich hau einmal das Intro rein und dann geht's sofort los. Sind wir auch schon wieder. Natürlich gucken wir uns vorher an, was so der High-Loot ist, was man so alles aus der Kiste rausbekommt. Zurzeit ist die Windstream ist wirklich vom Preis ziemlich hoch gesetzt. Wir können uns die gerne mal kurz angucken. Ja, bei StatTrak Factory New sind wir bei 626 Euro und normal ohne StatTrak Factory New sind wir bei 217 Euro. Ich finde die Optik auch ganz geil, die schimmert schön. Wenn man die in der Hand sich anguckt im Spiel. Optisch finde ich auch vom Farbton her eigentlich ganz geil getroffen. Dann hätten wir natürlich noch die Special Items. In dieser Case sind dann nur Handschuhe. Was heißt nur? Da können auch richtig gute dabei sein. Wenn wir jetzt mal hier gucken. 749 Euro für ein paar Handschuhe. Ja, dann geht es sogar noch höher. 1200 Euro. Also ich 3.400 Euro, also wie gesagt, ich Handschuhe hatte ich nie so wirklich ein Auge drauf. Aber gucken wir weiter, was wir noch so an Skins überhaupt bekommen können. Die Neonor Glock gibt es mittlerweile, glaube ich, auch eine große Collection. Ich meine, AWP gibt es, eine USP gibt es. Es gibt eine M4A4. Ja. Jetzt gibt es eine Glock. Ich glaube, noch irgendwas gibt es. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Neonor, also dieser Skin, ist ziemlich beliebt. Finde ich jetzt optisch auch nicht verkehrt. Auf der Glock weiß ich nicht. Müsste ich mir mal angucken. Vielleicht ziehen wir sie ja und dann gucken wir sie uns mal an. Ansonsten hätten wir noch. Ja, die USP. Ich finde die. Ach, die USP, die 5.7. Ich finde die ja mega gut. Also gerade vom Skin her. Sie ist sehr detailliert. Natürlich ist sie so ein bisschen Mädchen-Frauen-like gemacht, aber ich finde die einfach vom Skin her mega geil gemacht. Ich habe die auch bei mir im, soll ich sagen, im Standard drin. Hier Factory New StatTrak sind wir bei 55 Euro. Ist immer noch nicht verkehrt, also würde ich mich auch drüber freuen. Auch die USP, die habe ich auch bei mir im Standardbild drin. Ist mal was anderes. Bisschen bunt. Und halt so ein bisschen kindisch gehalten. Hört sich jetzt blöd an, aber auf einer Waffe was kindisch zu halten, ja, die Aussage ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde die jetzt auch vom Optischen her richtig hübsch. Was hätten wir denn noch? Dann kommen wir einmal zur M4A4. Auch die. Ich mag ja bunte Skins. Es ist einfach genau mein Ding. Und sie ist bunt gehalten, trotzdem hat die noch so einen, wie soll ich sagen, einen sauberen Look, ja, also sie ist nicht durcheinander und sie macht einen cleanen Eindruck halt und ist trotzdem noch in dem bunten Farbstil vorhanden, finde ich auch noch ganz geil. Hier sind wir bei 44 Euro und 42. Ich meine, die Kiste, die ist jetzt auch schon, ich glaube, knapp ein halbes Jahr alt, bin mir gar nicht so genau sicher. Steht das hier dabei? Nee. Listing. Nee, steht hier leider nicht dabei. Kann ich euch jetzt gar nicht zu 100% sagen. Auf jeden Fall, ich habe sie für ein bisschen günstiger bekommen, für 65 Cent. Jetzt nicht viel, aber bei ein paar Kisten macht das schon was aus. Ansonsten hätten wir hier noch eine AWP. Ja, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht mein Feral Skin, aber
Kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Factory New bei Star Trek liegen wir bei knapp 20 Euro. Ja, für einen Purple Skin ist es eigentlich auch noch ertragbar. Ja, was haben wir denn noch alles drin? Haben wir überhaupt eine AK drin? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Wir haben keine AK drin. Wir haben hier noch eine Scout drin, eine SSG-08. Die ist so ähnlich gehalten wie die AWP, oder? Oh, die hat sogar so ein... Ja, was soll ich sagen? Die täuscht so ein bisschen ins Auge. Wenn man so genauer hinguckt mit dem Skin. Oder es ist halt einfach jetzt diese... Nee, das ist schon mit Absicht. Das ist, glaube ich, der Skin. Müssen wir, vielleicht ziehen wir sie ja und dann können wir sie uns mal im Spiel anschauen. Star Trek macht die immer noch 8,26 Euro. Ist auch noch vollkommen in Ordnung, aber Factory New halt. Ansonsten gehen wir hier Richtung Pumpe. Eine UMP haben wir hier. Die finde ich auch nicht schlecht. Wie gesagt, spiele ich leider viel zu selten. So gut wie gar nicht, weil ich komme einfach mit der MP5 nicht klar. Also ich brauche da 2-3 Magazine, bis die drin sind. Aber gut, das muss nicht unbedingt an der, an der MP5 liegen. Was haben wir hier? Eine P250. Ja. Okay. Ja. Ist okay, ist jetzt nicht der Brüller. Vom Preis her liegt die halt, ja gut, für den Blue Skin kann man jetzt halt auch nicht viel verlangen. Was haben wir denn hier? Die P90. Gefällt mir sogar. Ist halt ein bisschen flach gehalten vom Farbton, ne? Braun. Aber ich finde eigentlich vom Skin-Bild ist die eigentlich gar nicht so verkehrt. Sieht eigentlich recht hübsch aus. Gut, dann sind wir eigentlich soweit hier schon mal durch. Der Rest ist eher irrelevant. Was haben wir denn hier? Der Galil, ja. Okay, jetzt nicht die schönste. Ansonsten würde ich sagen, ich schalte einmal um. Und dann fangen wir an, mal die Kisten aufzumachen. Mal gucken, was wir heute rauskriegen. Profit, vielleicht aber auch nicht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Was denkt ihr? So, dann schalte ich einmal um. So, und da sind wir auch schon im Inventar. Wie gesagt, 15 Stück machen wir auf. Wir schauen mal, was wir rauskriegen. Wir fangen einfach mal an. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt ja heute mal was Hübsches. Die P250. Ja. Okay. Machen wir direkt mal weiter. Galil, ja. Spiele ich erstens selten, zweitens ist sie jetzt auch nicht unbedingt hübsch. Ne? Was haben wir denn hier? Einsatz erprobt. Einsatz erprobt. Okay. Ich mach mal die letzte Kiste hier auf. Manche beschwören ja darauf, dass es irgendwie Glück bringt. Ich weiß es nicht. Uns nicht. Oh, Star Trek. Okay. Ja. CZ spiele ich auch relativ selten. Da muss ich wirklich Bock drauf haben. Einsatz erprobt. Schauen wir nachher mal, was das Ganze so wert ist. Werde ich euch nochmal eine schöne Grafik fertig machen. Damit ihr auch schön seht, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Eine P90. Ja, ich schätze, das wird abgenutzt sein. Einsatz erprobt, okay. Ja. Okay, okay, okay. Will gar nichts sagen. Machen wir die nächste Case auf. Bisher noch nichts Dolles. Wieder eine P90. Ich schätze auch mal wieder Einsatz erprobt, so wie das aussieht. Minimal Wear. Muss auch eine schlechte Float haben. 0,07. Okay. Also ich finde, dafür hat sie ja vorne am Griff schon extreme Abnutzungsspuren für 0,07. Aber okay. Oh, da haben wir die USP.
Die ist nice. Gefällt mir auch. Was haben wir hier? Einsatz erprobt. Schauen wir uns nochmal genauer an. Ja, sieht man hier vorne gerade. Ich habe die Effekte Renew. Und dann sieht man halt auch, ja, hier sind ein paar Gebrauchsspuren. Aber schon mal nicht verkehrt. Machen wir direkt mal weiter. Und wieder ein P90. Also die laufen heute. Also da ist gar kein Thema. Mit denen kann ich heute einen Handel aufmachen. Ja. Minimal Wear, hä? Ja. Was ist denn hier die Float von der? 0,10. Ich weiß nicht, ob das hier vorne eine große Rolle spielt, aber für 0,10 sieht die ziemlich gleich aus wie die andere, ne? Aber gut. Denkt dran, Leute, passt immer so ein bisschen auf mit dem Case aufmachen. Ich habe jetzt, wie gesagt, dafür null investiert. Ich hatte noch einen Haufen Skins auf einer Plattform gehabt. Die hatte ich mir alle rüber getradet und die habe ich dann im Market verkauft. Und mache jetzt für euch die Videos hier. Und für mich, ich habe auch Spaß dran. So ist es nicht. So, was haben wir hier? Ja, eine Autosnibbel. Ich weiß nicht. Spiele ich relativ selten. Ich komme mit der einfach nicht klar. Ich komme mit so vielen Waffen nicht klar. Aber es wird wohl nicht an den Waffen liegen. Aber es ist ein anderes Thema. Das sehen wir doch irgendwann im Matchmaking-Video. So, was haben wir denn hier? Wieder eine CZ. Okay. Was haben wir hier? Abgenutzt. Muss ich mir jetzt mal kurz angucken. So sieht die abgenutzt aus. Okay. Und schauen wir uns die mal. Ich sehe da keinen Unterschied. Einsatz erprobt. Okay, okay, okay. Ja, es ist halt dieser rustikale Stil. Das ist halt schwierig, da dort zu erkennen. No. Jawohl. Ja, Autosnibbel. Die sehen sowieso irgendwie alle gleich aus. So, hier Einsatz erprobt. Einsatz erprobt. Okay. Dann macht das schon Sinn, ne? Die sammle ich aber auch. Lass mich raten, Einsatz erprobt. Minimal Wear. Okay, ich erkenne hier aber auch keinen Unterschied. Aber gut. Jetzt haben wir hier eine Float. 0,08. Wow. Mal schauen, ob wir noch irgendwas rausbekommen, was so ein bisschen Profit reinhaut. Ja. Ja. Nee. Grottenhässlich. Die hätten wir auch weglassen können. Uah. Ich mach lieber mal die nächste auf. Also der Skin, das war ja jetzt, war ja komplett reingeschissen, der Skin. Ja. Hätte ich nur mal... Nee. Ja. Voller Skin. Echt. Das war so, bestimmt so ein Lückenfüller-Skin. Wir haben doch unbedingt einen Skin gebraucht für die Case. Ey. Jetzt. Oh, Mobbing pur, ne? Auch hier gibt's das. Letzte Kiste. Toi, toi, toi. Mal gucken, was drin ist. Bestimmt eine schöne Negev oder irgend so einen anderen Bullshit. So, schauen wir mal. Und ja. Moin. Aber Statrack diesmal, ja. Danke. Echt nett. Gut. Naja. Ich finde, also, ich weiß nicht. Wie sich den Quatsch hier einfallen lassen hat. Das ist echt schon reingeschissen, der Skin. Naja, hätten wir sie lieber komplett schwarz machen sollen oder so. Wir schauen einmal nach. Wir haben einmal diese hier in Stat-Track. Was für ein Factory? Einsatz erprobt. Dann haben wir die nochmal Einsatz erprobt. Nochmal Einsatz erprobt. Und einmal mit Kampfspuren natürlich. So, die Autosnibbel haben wir auch dreimal gezogen. Dann haben wir dreimal die P90 gezogen.
einmal die CZ in Star Trek und einmal normal. Und dann hatten wir die Negev, die jetzt auch nicht gerade so wirklich, ach Negev sage ich schon, Galil, die jetzt auch nicht so wirklich super toll ist, aber gut. Die P250 ist in Ordnung, kann man mit leben auf jeden Fall. Nee, das gehört nicht mehr dazu. Und dann haben wir hier unser Special Item noch. Mal schauen, was das Ganze wert ist. Ich würde sagen, ich hau euch gleich mal die Grafik rein, dann können wir uns das Ganze mal angucken. Und ja, wir schauen, wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten entweder Case Opening oder wir sehen uns dann beim Matchmaking. Wie gesagt, das kann ich nie so wirklich bestimmen. Deswegen, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschalten, ja. Hat Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt nicht die dicken Items rausgezogen haben. Aber mal schauen, was noch alles so kommt. Lasst gerne im Video ein Like da. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder vielleicht irgendwelche Anreize, was ich als nächstes so aufmachen könnte, knallt es gerne mal in die Kommentare, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.